Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu MotoGP 16 Valentino Rossi The Game. Hallo, wir übertragen live aus den herrlichen Hügeln der Toskana. Die Bilder, die Sie gerade sehen, stammen aus Mugello, von wo aus wir in wenigen Minuten live vom 6. Rennen der Moto2 berichten werden. Die Wetterfrösche wissen Erfreuliches zu berichten. Wir dürfen uns während des gesamten Rennens über Sonnenschein freuen. Ja, sehr schön. Und damit gehen wir auch in die Startaufstellung und weiter geht's auch natürlich mit 60 FPS. Dauert zwar ein bisschen länger, ist zwar größer, aber für euch als Service, das flüssiger läuft, will ich das jetzt beibehalten. Da müssen wir durch. Der Service für die Kunden natürlich steht an erster Stelle. So, Bernie, los. Der los geht's. Wird jetzt jeden Moment hier in Mugello starten. Jawohl. Einer der technischsten und spektakulärsten Strecken des gesamten Kalenders. Yes. Und Bernie noch immer Geld. Na, ob ich das bis zum Ende der Saison hinkriege, dass ich den umfärb. Obwohl, so schlecht schaut es eh nicht aus. Aber es sticht halt nicht ganz raus. Ja, Helm haben wir in dem Fall jetzt auch. Speziell in Italien hier. Auf dem Kurs. Den richtigen Helm auf, das passt. So, jetzt Konzentration wieder ausrennen und weniger plauschen. Da kommen wir schon mal innen durch. Wir haben gesagt, genau, erste Schikane. Wir müssen mal gleich nach vorne. Es hilft nichts. Die geht wird sicher meistens eher ein bisschen schwerer beim Überholen. Also wir brauchen dringend Punkte. Ja, die Pole damit, weiß ich, das 1,5 schneller, das hat leider hier wieder nicht gestimmt. Komischweise dann gleich so krass, weil meine erste Runde war jetzt nicht berühmt. Und wir werden eh gleich sehen, wie schnell die KI wirklich ist. Jetzt brauchen wir dann nur die schnellste Runde mit der Quali-Zeit vergleichen. Warum das ein Riesenproblem ist, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Aber das war es eh schon immer. So, wir müssen mal hier sauber durch die Runden kommen. Oder mal durch die erste Runde. Ich glaube, wenn wir mal vorne weg sind, könnte das eigentlich ganz gut passen. Hier schön durch. Ja, das gefällt mir sehr gut heute. Hier in Mugello. Vorne weg, das ist wichtig. Die Pole auch richtig ausnützen. Und jetzt da runterbrettern. Mit einem leichten Vorsprung, kein DS von hinten. Das ist gut, wir haben ein Top-Motorrad. Das Speed passt. Übersetzungstechnisch müsste man eigentlich okay sein, sage ich mal. Vielleicht könnte man eins raufgehen am 6. aber wenn mein Windschatten da wirklich ist, aber grundsätzlich glaube ich passt das. Der erste Sektor ist nicht ganz meiner. Warten. Mikro ist an, Gott sei Dank. Machen wir jetzt den Sektor rein hier. Ja. Gut.
kann. Ich bin auch immer leider nicht so richtig in den MotoGP gekommen zum Schauen. Aber ich habe gesehen, dass Dovizioso gewonnen hat. Ich glaube, vor Rossi und Lorenzo bin ich mir recht sicher. Muss ich mir noch anschauen. Jeweils das... Ja. Gut. Ich springe ein schnell. Obwohl, das war eigentlich das Moto 3 Rennen erst gesehen. Da gab es einige Stütze. Und du komme ich erst jetzt dann dazu. Hinten auch wieder stark unterwegs, unser Teamkollege. Da darf er nicht zu eng auch innen da über den Körb, glaube ich, sonst in der Schräglage könnte es sein, dass man innen wegrutscht, wenn es ganz blöd hergeht. Genau da hinten auf der Brille, also wieder runter geht Richtung Wiese, genau erwischt, in der vollen Schräglage, dann ist schon passiert, dass wir gestürzt sind. So, Runde 4 von 8, wunderbar. Damit 2,85 die gerade runter. Ja, MotoGP werden wir da schon 3,40, 3,50, ich weiß gar nicht, erreichen. Ach, das freue ich mich auch schon. Also nächstes Jahr. Jetzt warten wir mal ab, ob wir den Titel hier schaffen und dann werden wir uns gemeinsam überlegen, ob wir dann aufsteigen oder nicht. Weil wenn wir Weltmeister werden im Moto2, dann steigen wir ohnehin auf. Da braucht man sich nur mal für ein Team entscheiden. Aber falls wir nicht Weltmeister werden hier in der Moto2, werden wir es dann diskutieren, ob wir es noch einmal versuchen sollten oder ob wir trotzdem aufsteigen. Wir könnten uns ja eventuell auch schon überlegen, wer da hinterher kommt, ja, Prinz. Sollten wir eben nicht Weltmeister werden, dass wir dann vielleicht ein bisschen ein schlechteres Team nehmen und wenn wir Weltmeister werden, dass wir da dann um einen dicken, ein besseres Team sich gleich am Start aussuchen können. Das können wir sich so selber eigentlich überlegen. Ja, und genau das habe ich jetzt gemeint mit der Kante. Bin ich da eigentlich vom Gas gegangen und habe Lauf gemacht. Das einmal so als kleiner Mini-Denkanstoß. Was mir auch so nur im Kopf herumschwebt, weiß nicht, ob es irgendwen gibt, A, der Interesse hätte und B, was selber spielt, und zwar der Landwirtschaftssimulator, aber ich kann mir es nicht vorstellen hier auf meinem Kanal, dass hier bei den Rennsportfreunden jeglicher Art hier Landwirtschaftssimulator angesagt ist. Vielleicht wird es einzeln den einen oder anderen geben, den es vielleicht interessiert oder das Spiel vielleicht sogar hat. Finde es ganz witzig, kenne mich zwar null aus, aber ist so neu mit Forstwirtschaft dabei auch. Das Ganze, ja, ich weiß selber nicht, ob mir das gefällt. Aber ihr könnt es trotzdem mal kurz eure Meinung dazu vielleicht kundtun, wer Interesse hat. Ist aber kein Muss. Mich würde es jetzt einmal persönlich interessieren. Habt ihr das Spiel selber vielleicht sogar jetzt, ist ja vor kurzem erst rausgekommen, oder wollt ihr es sogar haben, beziehungsweise wäre Interesse für ein Let's Play bei mir eventuell gegeben, aber im Prinzip wahrscheinlich eh nicht, weil ich so viele Projekte und Ideen. Und wenn wir sagen, wir würden da jetzt jede Folge
über 100 Views schaffen, so in Richtung MotoGP oder MX oder so, oder Formel 1. Dann wäre es zumindest mal eine Überlegung wert. Dann macht es sicher auch Spaß, wenn da mehrere zuschauen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich könnte mal anfangen und nur mal das Tutorial durchspielen, dass er jeder mal so einen Überblick hat, und dann kann ich noch immer fragen, ob man es weiterspielen soll oder nicht. Das wäre so eine Möglichkeit, so ein angespielt wirklich nur, wenn ich mal richtig Bock drauf habe. Vielleicht geht er mit Mac sogar was, dass man da mal reinschnuppern. Ich weiß nicht, ob man das Tutorial auch online spielen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Aber im schlimmsten Fall schaut uns der Mac per TeamView oder so mal zu. Aber genug davon. Bleiben wir MotoGP. Ja, da sind wir Erster und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sonst erzählen oder reden soll, wenn wir Erster sind. Wenn wir niemanden vor uns haben. Und noch nicht wirklich im Zweikampf sind. Wir müssen da jetzt konzentriert bleiben. Dieses Ding müssen wir hier gewinnen, Freunde. Da gibt es nichts. Das ist wieder Formel 1, wo wir dann den Sieg hergeschenkt haben in Menor. In der letzten Runde. Das war peinlich. Ja, noch 2,5 Runden. Gerade nicht ja, übertreiben mit Reden, eben wegen dem Husten noch immer. Also ein paar Mal redet, kratzt auch schon ein bisschen der Hals. Aber am Weg der Besserung. Aber es zieht sich irgendwie. Aber sehr schön, dass wir hier in Mugello in Führung liegen. Sorry, wenn ich da immer ein bisschen abschweife. Das macht euch nichts. Aber hauptsache ich rede irgendwas, oder bevor wir gar nichts reden. Obwohl, ja, vielleicht einer oder andere denkt sich wieder anders. Lieber gar nichts, das ist für Blödsinn. Aber egal, ja, was soll's. Ich glaube, die Mehrheit von euch, glaube ich, findet das schon okay. Da hinten 0-2, kommen die immer näher, oder was? Jetzt haben wir vollen Fokus hier aufs Fahren. Reifen der technischen Seite, so meiner Meinung nach alles okay, was ich gesehen habe. Ich bin gerade überlegen, habe ich nicht den Start schon gesehen bei dem Moto2 und Lowe's ist schon wieder gestürzt, ich glaube. Oh, ich glaube den Start habe ich glaube ich gesehen. Oh, jetzt sehe ich Rins. Oh, jetzt heißt es. Volle Konzentration auf die letzte Runde. Und los geht's jetzt. Und los hier gegen Rins hinten. Jetzt müssen wir es noch in der letzten Runde wirklich durchsetzen. Zacko. Und Vollgas sehe ich da auch, oder wie? Geil. Der konnte dranbleiben. So, jetzt keine, hier glaube ich gibt es keine Überholmanöver. Obwohl, nein, das habe ich jetzt mit noch anderen verwechselt. Ich glaube mit DRS.
Sorry nochmal. Husten. Boah, ich renne sie jetzt auf einmal. Verdammt, der erste Sektor. Kann man mir trotzdem schaffen. Auf keinen Fall irgendwen überholen lassen. Da kommt er schon fast. Ach du Scheiße. Da legen die ein Tempo zu, oder wie? Der Erfolger kann eigentlich nur gewinnen. Boah, danke los, der wird einen kleinen Schubs gegeben. Wieso kommen die jetzt auf einmal auf? Was ist denn da los? Oh, da kommt er schon wieder. Was fährt denn der für eine Linie schon wieder? Ach, vorne, jetzt wird's eng. Boah, Glück gehabt, dass wir da ein bisschen besser waren. Oh ja, das war wichtig. Oh, das nochmal so knapp wird, hätte ich mir nicht gedacht. Komplett innen bleiben, ja, los. Ich weiß, dass ihr hier schneller seid. Nein! Nein! Fuck! Fuck! Nein, da wären wir nur Zweiter. Nein, da war ich zu langsam innen. Verdammt! Und das mit der schnellsten Runde. Nein, was ist denn da passiert? Oh, wieder wichtige Punkte. Um die... Nein. Aber zumindest unser Teamkollege. Einerseits gut, einerseits wieder nicht. Teamkollege, wir wissen es. Unser erster Gegner, den wir schlagen müssen. Ja, und los dann doch. Also, Erfolg hat doch nur Fünfter. Schade. War schon mit dabei, dann doch nicht den einen oder anderen überholt. Schade. Verdammt, verdammt, verdammt. Rinz überholt er. Ja, 33 Punkte Rückstand auf Rinz. Unterm Strich wird es leider immer mehr, so wie es ausschaut. Ah, das war schlecht. Nein, hergeschenkt die Punkte wieder hier. Hm. Habe ich da zu viel geredet? Ich weiß nicht. Ah, da sind sie mir doch irgendwie näher gekommen. Ein paar Teams sind an mich herangetreten. Ja, ja. Danke. Wir haben euch schon alle auf der Liste. Spa natürlich. Ah, die Honda würde mich schon interessieren. Ja, Brille als Teamkollege von Bradl und Bautista wäre natürlich auch nice. Avincia, ja, Ducati. Nö, muss ich jetzt am Anfang nicht haben. Das wäre mal eine Option für eine mittlere Saison. Natürlich auch Teamkollege von Karl Crutchlow wäre extrem geil, muss ich zugeben. Da oben brauchen wir ja nicht schauen, ja. Also geil, Tech 3 wäre natürlich auch geil. Aprilia und Estrella. Das da bei den Vieren wird sich glaube ich entscheiden. Mit der ersten Saison. Ja, den habe ich verbockt. Catalunya, wieder eine Strecke, die ich eigentlich gewinnen muss. Ich weiß nicht. Muss ich mir selber nochmal anschauen, was da unterm Strich dann schiefgegangen ist, dass die nochmal rangekommen sind hier. Keine Ahnung. Haben die auf, sind die schneller geworden? Schnellste Runde habe ich aber gehabt. Hm. Weiß nicht, schwer zu sagen. Ja, kann man nichts machen, das war so. Zweiter Platz leider nur. Da waren wir nur Sechster in Le Mans, genau. Vierter hier in Jerez, genau, das war ein geiler Grand Prix. Erster in den USA, ja, der war wichtig. Dann auch noch Vierter hier und Dritter in Quartal, ja. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig für die Weltmeisterschaft. Ich weiß, danach sollten wir eh wieder ein bisschen Silverstone nicht. Ja, hinten raus auch, ne? Ich glaube, diese Saison, jetzt bei 16,
ist das nicht einfach und da hätte ich müssen wirklich schon ein bisschen besser fahren mit den Ergebnissen. Spielberg könnte passen, Brunner könnte passen, Sachsenring könnte passen, Assen müssten wir eigentlich auch schaffen, Misano weiß ich nicht. Ja, da können wir schon ein bisschen was gut machen, aber wenn die hinten nicht ein bisschen einmal auslassen auch, wird es schwierig daran zu kommen. Eieiei. Das ist nicht einfach, Freunde. Das ist nicht einfach. Spannende Saison. Spannende Saison. Und somit beenden wir diesen Part. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann in Katalonien, in Barcelona, wieder zum nächsten Grand Prix. Und ja, wie immer würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo, wenn du noch keins hast. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.